Scheint so. Okay. Glück und Gesundheit. Dreihundertneunundsiebzig. Nee. Da gehe ich lieber ins Lager und suche mir neues Waffen. Aber wir können ja mal schauen, was er im Angebot hat. Boah, ist das teuer, das Zeug. Eieieiei. Was ist denn ein Leiper? Okay. Erstmal nicht, aber ich weiß schon mal, dass es geht und auch mein Lederzeug, alles gut. Gibt's denn hier noch einen Schneider? Wofür gibt's denn den dann? Schuster für Füße. Ja gut. Hier ist der Waffenschmied. Da sollten wir mal hin. Vielleicht kann uns auch die Waffe dann mal schärfen, weg vom Blut machen, was weiß ich. Du? Geh weg! Mit dir. Das ist schlecht. Okay. Gerätschaften, Werkzeuge und Helferlein. Alles für Haus und Hof. Los, verschwinde. Muss ich da jetzt jedem 210 Gold geben? Oder reicht es, wenn... einmal einem geb. Und es spricht sich rum. Das glaube ich nicht. Und ich möchte euch eigentlich gar nicht riskieren, wenn ich ehrlich bin. Was lungerst du hier herum? Verschwinde! Oh. Nun gut, dann ist es so. Ich werde jetzt mal schauen, ob sich das von selbst wieder gibt. Ich werde jetzt Neuhof reißen und dann können wir hier runter. Ich meine, sollen sie mal nicht so haben. Dem Henker halt ein bisschen auf die Schnauze gehauen. Alles andere ist ja neu geladen. Ah gut, klar, vielleicht buggt das Spiel auch, ne? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Es wird wahrscheinlich noch mehr Badehäuser geben und so. Am Anfang ist es halt da dein Bett. Deswegen soll man es wahrscheinlich einfach... wäre es ganz gut, wenn man es nicht so verkackt wie ich, aber... hey, ist halt jetzt so. Yeah.
Oder merken sich das, obwohl man neu lädt? Kann ja fast nicht sein, ne? Das wäre ja gegen den Realismus. Kräuterkundler, mhm. Rauchdiebtrunk. Wer schlecht hört oder lauten Schrittes ist, möge hiervon trinken. Um die Ohren zu spitzen und die Glieder zu lockern. Dann sei er von seiner Last befreit, auf das er hören und schleichen möge wie eine Katze. Okay. Wollen wir das mal machen? Schatzkarte. Die kaufe ich mal. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Zufrieden? Komm schon, ein Biss. Ja, dann ist genau der Preis. Na gut, einverstanden. Mann. Hey! Alchemie beginnen. Was? Hilfe. Alchemie. Alchemie ist eine nützliche Fertigkeit, um Kräuter und andere Zutaten in Tränke und Heilmittel zu verwandeln. Dazu benötigst du Kenntnisse über Alchemie, ein Rezept, einen Alchemietisch und die nötigen Zutaten. Im Alchemielabor findest du auf der rechten Seite des Tisches ein Hebrarium mit allen Eigenschaften der Kräuter und allen Rezepten, die du bislang gelernt hast. Du öffnest es mit E und blätterst mit Q durch die Seiten mit den Rezepten und Pflanzenbeschreibungen. Am besten folgst du den Rezepten aus dem Buch, halte im Rezept E gedrückt, um sämtliche nötigen Zutaten direkt auf dem Alchemietisch bereitzustellen. Die Schwierigkeit des Brauvorgangs variiert und jedes Rezept besteht aus unterschiedlich vielen Schritten. Der erste Schritt ist immer das Einfüllen der Trankbasis, die du auf dem Regal auf deiner linken findest. Dann fügst du dem Kessel die Zutaten vom Board rechts hinzu. Sollte das Rezept erfordern, dass du die Zutaten mit Mörser und Stößel zermahlen, musst du die Zutaten mit Mörser und Stößel zermahlen. Du kannst dazu die Schale neben dem Mörser und Stößel benutzen. Alchemie. Der nächste Schritt ist, die Mixtur je nach Rezept mit entsprechender Flamme zu brauen. Diese wird mit Hilfe des Blasebalgs Q reguliert. Während es manchmal genügt, etwas bei niedriger Hitze zu erwärmen, musst du manchmal für den Blasebalg so lange benutzen, bis die Mixtur kocht, was du am Blubbern erkennst. Du musst mit Hilfe der Sanduhr F sorgsam bemessen, wie lange der Trank braut. Das Gebräu kann direkt vom Kessel in die Fiole gegossen oder destilliert werden. Die Abfolge des Rezeptes muss präzise eingehalten werden. Weichst du zu stark davon ab, ist der Trank unbrauchbar. Was bedeutet, dass du alle aufgewerteten Zutaten verlierst und der Brauprozess wiederholt werden muss. Boah, das ist ja ganz schön schwer. Ich habe da noch gar keine Rezepte, oder? Retterschnaps. Wein, Brennnessel, Trollkirsche. Das probiere ich. Ah, ich kann nicht so gut lesen, ne? Das ist ja witzig. Wer hiervon kostet...
Gib die Trollkirsche hinzu und lass es für einen Sundrun Kalufu kochen. Ja, witzig, aber ich kann nicht lesen. Das wird nix. Ich würde ja gerne einfach... Okay, brauch eine Brennnessel und eine Trollkirsche und dann probiere ich das, glaube ich, einfach mal. Warum denn nicht? Hier wird ja jetzt wohl irgendwo eine Brennnessel sein, ich bitte euch. Hallo? Aber witzig, ne? Dass man dieses Nicht-Lesen in so... Das Nicht-Lesen in so, witzigen, umgestellten Wörtern dann aufbereitet bekommt. Ich glaube ja nicht, dass einfach nur die Buchstaben durcheinander gewürfelt sind, sondern eben auch... Sondern eben auch das Wort anders sein kann. Sonst wäre es ja zu einfach. Was kosten die Trollkirsche? Auch nix, ne? Brauchen wir jemals eins? Weiß ich nicht. Du zahlst 3,5, ja, Handel abschließen. Da brauchen wir nicht feilschen. Also nochmal. Einmal Brennnessel, zwei Trollkirsche. Entschuldigung. Ich hole noch eine. Wenn es damit geht, ne, dann kostet ja so ein Retterstabs mal 100. Und hier kostet ja jetzt um 10. Das wäre schon heftig. Ich probiere es, ich finde es witzig. Zur Not sind 10 Gold weg, wow. Also, wir hier von Koste bla bla bla. Bereite Wein, Handvoll Trollkirsche rein und eine Handvoll Brennnessel. Lass die Nessel für 2 Sekundenläufe kochen. Zerkleinere die Trollkirsche. Gib die Trollkirsche hinzu und lass es für einen kochen. Okay, nochmal. Wein. WC Handvoll Trollkirsche und eine Handvoll vor Nesseln vor. Was bereite? Ach so, so wie eine Handvoll, okay. Als die Nesseln für 2 Sekunden kochen. Okay, also als allererstes soll man die Nesseln für 2 irgendwas kochen. Dann zerkleinere ich die Trollkirsche. Und dann gebe ich die Trollkirsche hinzu, lass noch einmal kochen. Also nochmal verlangsamen. Lass die Nessel für 2 kochen. Zerkleinere die Trollkirsche. Gib die hinzu. Und dann 2 kochen. Okay. Also Grundbasis ist Wein. Achso, hier kann man gleich vorbereiten drücken, ne? So.
Also Wein. So, dann nehme ich die Brennnessel. Kann ja hier jederzeit lesen, oder? Und tu die da rein. So, lass die Nesseln für 2 kochen. Danach zerkleinere ich die Trollkirsche. Ach, für 2 Sanduhrdurchläufe kochen. So, es kocht. Kann ich das wieder vom Herd tun? Sehr gut. Jetzt tun wir das da rein. Uns nochmal für 1 Sanduhr kochen. Da ist viel mehr im Topf. Was ist da fehlgeschlagen? Ja gut, das mit dem Kochen war komisch, ne? Muss man das so abpassen, dass das dann nur ein... Macht denn der Destillator? Für 2 Sanduhrläufe kochen. Ich habe zu lang kochen lassen. Okay, ich probiere es noch mal kurz. Jetzt wird gefeilscht, weil vielleicht komme ich dann Punkt auf Feilschen. Nun. In Ordnung.
zerkleinere die Trollkirsche. Vielleicht auch im Tiegel, ne? Wir probieren's mal. Also, fängt mit Wein an. Dann soll der Brennnessel rein. Der soll jetzt für eine Sandumdrehung kochen. War das für zwei? Zwei. Was tut er? Jetzt kocht's. Ich schätze es jetzt ab. Doch nicht. Wieder voll verkackt, so eh nix. Geh zurücksetzen. Ja. Gibt's andere Rezepte? Nee. Ich weiß nicht, wie ich das Ding dann wieder abkühlen kann. Kann ich das Ding dann... Okay, 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 okay. Alles klar? Gut. Das war unser Exkurs erstmal, bis wir lesen können und es dann irgendwann nochmal probieren. Aber schon interessant, wie komplex es ist, ne? So, jetzt haben wir gesagt, wir gehen runter zu den Müllers. Das ist ja so hier die Richtung. Und geben da mal den geklauten Ring ab, der uns schon ewig beschäftigt. Wirklich ewig. Ich
Wie weit ist es denn? Ist zu weit, oder? Ja, nehme ich ein Pferd. Komm. Unser guter Pebbles. Und wegen der Rüstung müssen wir auch noch schauen. Und warum alle böse auf uns sind, müssen wir schauen. Und ach. Das ist doch alles nicht so einfach. In Uschitze müssen wir noch Mordfall klären. Oi, oi, oi. Nur zu tun. Aber wer will sich denn beschweren? Kein Bösewicht, okay. Du hast entdeckt Mühle. Aha, hallo? Er sieht wie eine Henne aus. Vielleicht legt er ja ein Ei. Ja, oder vielleicht beklaue ich dich. So. Wer so frech ist, wird bestohlen, ne? Können wir gleich mal da einen Punkt draufsetzen, ne? Hatten wir uns vorhin schon für entschieden. Müller Wojciech. Peschek, der Rataja Müller, schickt mich mit diesem Ring. Ein Ring? Hier ist er. Nutzloser Plunder. Du bist sicher Heinrich, was? Peschek hat von dir gesprochen. Was zum... Warum wirfst du ihn weg? Hast du eine Ahnung, wie schwierig es war, ihn zu beschaffen? Peschek sagte, er wäre dir wichtig. Nur Plunder, wie gesagt. Er hat dich bloß auf die Probe gestellt, weil er sehen wollte, ob du die Eier hast, für uns zu arbeiten. So machen wir das nun einmal mit den Grünschnäbeln. Wir müssen schließlich wissen, ob du auf sinnlosen Prinzipien beharrst oder deinen Kopf benutzt. Ich gratuliere, du hast bestanden. Nun hätten wir ein paar Aufträge für dich. Gibt es hier Arbeit für Zimmermänner? Sind sie von hier? Aus Garlitz. Dann nein. Ich nehme nur Leute, die ich kenne. Bitte bring mir bei, wie man sich im Schleichen verbessert. Willst du mich verarschen? Ich soll dich unterrichten nach allem, was du getan hast? Ich verstehe es nicht. Was soll ich denn getan haben? Verwirrt. Wir gehen verwirrt aus dieser Folge heraus, denn es wurde gerade gespeichert. So einen guten Punkt kriege ich nicht wieder. Ich bin aber wirklich verwirrt. Was habe ich denn getan? Den anderen Müller auch, ne? Vielleicht muss ich erst die Quest für den machen, damit er uns überhaupt trainiert. Das kann sein. Der andere hat uns ja dann auch trainiert. Nur verstehe ich es dann nicht ganz. Hätte man ein bisschen anders sagen können, oder? Hm. Ah, ui. Wird echt Zeit, dass wir lesen lernen. Ja, viel zu tun, viel zu tun. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ein paar Quests jetzt gemacht. Und demnächst auch wieder dann Hauptquest, ne? Aber das macht einfach, ja, macht einfach Spaß. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.